haben. Da sind meine Fackeln. Lol. Ah, ohne Fackel bin ich natürlich schwer schneller, weil die Fackel ja auch so schwer ist. Aber was ich mich eins frage, was passiert, wenn irgendjemand anders die Klaue Belias dann findet? Nachdem Saturas die im Meer versenkt hat. Oh. Die falsche Richtung. Da geht's lang. Ah, da komme ich zur Brücke zurück. Okay, dann geht's auch weiter. Auf der Suche nach Höhlen. Ist in meiner Nähe hier gerade eine Höhle oder muss ich da erst weiter? Da hinten und da unten war ich. Okay, dann gehe ich den Weg jetzt weiter. Ich hoffe, hier ist kein Suchender. Normalerweise müssten die hier gar nicht da sein. Also jetzt in dem Gebiet, wo ich jetzt laufe, da habe ich bis jetzt noch nie einen gesehen. Und ich vermute auch mal, dass das auch so bleiben wird. Und wenn nicht, dann werde ich eigenhändig dafür sorgen, dass das aber so bleibt. Sie haben sich an den wichtigsten Orten in Position gesetzt. Dachte schon, da würde einer in dem See schwimmen. Headshot. Okay, hier ist keiner. Und da ist ein wieder Echsenmenschen. Gleich kommt Verstärkung. Wusste ich doch, dass er Verstärkung kommt. Und auch nicht allzu wenig. Und ich wurde auf Steam angeschrieben. Und das schon wieder.
Wurde es wahrscheinlich mit der ultimative Bauernschiss oder sowas angeschrieben. Geschicklichkeit plus 1. Ich habe nicht mal einen Echsenmensch getötet von den vieren, die darunter gerast sind. Bloß einen ziemlich stark angewundet. Vollheilung. Gut, wie viele habe ich denn jetzt schon? Zwölf. Das ist ja perfekt. Also, gucken wir mal auf meiner Karte nach. Meinem Körtchen. Also, fangen wir mal bei Lobertshof an. Oh ne, da unten beim Großbau und da hinten habe ich gesäubert. Da unten. Dann da an der Seite. Dann da bei der Stadt. Da unten, da hinten auch bei der Stadt. Da oben war ich auch. Da bei Arkis Hof war ich auch. Da unten ist der Teleporter. Da unten in den Höhlen war ich auch. Da hinten drin auch. Dann war ich in der da drüben. Da unten, hier, da ist der schwarze Troll und da sind noch drei Höhlen. Okay. Wobei, in eine kann ich nicht rein, weil das ist irgendwie, Venus Brauhöhle oder sowas. Keine Ahnung, da war ich noch nie drinnen. Zumindest nicht im LP. Ob ich da reingehe, ist auch eine Frage. Ah ja, hier ist die Truhe. Wenn ihr euch fragt, was da drin ist, da ist ein Runenstein drin. Der erste, den man so bekommt. Und ich glaube, ich werde jetzt eine Pause machen. Und dann auch der Person, die mich da angeschrieben hat, auf Steam mal antworten. Aber ich werde jetzt dann nochmal schnell in eine Höhle reinschauen. Aber in der... Wobei ich bei der glaube, dass ich die jetzt nicht so... Bring mir... Du kannst... Dass es nicht so die Höhle... Dass es jetzt nicht die Höhle ist unbedingt, in der wir hier drin sein könnten. Ich weiß es aber nicht. Ich gucke einfach nach. Thank you.
Ja, da waren hier ein paar Skelette mit ein paar Schattenkriegern drin. Okay. Mit ein paar von Vamires Leuten. Hustus und so. Na gut, dann gucken wir noch. Weil da nichts drin ist, check ich noch die eine Höhle und dann werde ich die Eier eventuell noch an Bennett geben und dann bin ich auch fertig mal mit der Aufnahme. Alter, wie ich diesen Vogel hasse. Entweder erschrecke ich oder es ist einfach so laut, dass mir die Ohren bluten. Mann. Wieso muss man so eine Stelle einfügen? Okay, ich höre sie schon. Okay, im Moment, habe ich da ein Drachenei jetzt rausgeholt? Ja, okay. So, wo war ich denn jetzt noch nicht? Ich will das jetzt einfach alles noch abarbeiten. Okay, da unten ist, müsste Vinos Brauhöhle sein. Da hinten, da gehe ich nicht hin, weil ich da schon war. Das war jetzt Sparkys Hof. Oder müsste die gewesen sein? Dann da unten. Okay, dann müsste ich theoretisch jetzt alle haben. Gehe ich mal zur Hafenstadt. Trink mal einen schnellen Hering. Und dann gebe ich die Dracheneier einfach an Bennett ab. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehen hätte. Ich wäre mir da nicht so sicher. Oh, da steht ein Kerl. Aber der fasst mich nicht an dieses Mal. Oh doch. Hey. Kannst du mir mal verraten, was du hier treibst? Da wird sich nie was ändern. Ich brauche das Schiff. Also werde ich es mir nehmen. Wie kannst du es wagen, du stinkender Abfall von einem... Das Erz im Minental wird nicht reichen, um den König zufriedenzustellen. Ich war dort. Da ist nichts mehr zu holen. Hagens Mission ist eine Farce. Die eigentliche Bedrohung hat ihre Wurzeln auf einer vorgelegenen Insel nicht weit von hier. Ich werde dorthin segeln und sie beenden. Entweder du schließt dich mir an, oder ich muss dich aus dem Weg räumen. Nicht sicher, dann sehe ich keine Wahl. Richtig. Nun gut, ich werde mich dir anschließen. Aber nur unter einer Bedingung. Wenn wir die Sache erledigt haben, wirst du mir das Schiff wieder übergeben. Damit kann ich leben. Dann tu, was du tun musst. Ich werde hier auf dich warten. Hey! Als ob ich mir nicht so sicher. Interesse an weiteren Dracheneiern? Klar. Ich habe hier noch welche. Ich denke, du wirst jetzt nicht mehr viele finden. Ich weiß ja auch schon bald gar nicht mehr, wohin mit den... Ach ja, hier, da... Meine Meinung kennst du ja schon. Ah ja, okay. Das ist doch nicht alles klar. Dann, entweder muss ich noch eins oder zwei finden. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich noch eins übersehen. Weiß es nicht.
ich schon gesagt. Keine Ahnung, sag du es mir. Es war doch seine Entscheidung. Meine Meinung, Jürgen. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Er sollte wieder den Mund. Ach, erzähl mir nicht sowas. Ich habe was anderes gehört. Er redet einfach zu, was du nicht sagst. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Man meint sie das anders. Wirklich? Das ist okay. Ja, ach, erzähl mir nicht sowas. Das ist doch schon lange bekannt. Was du nicht sagst. Dann gehe ich jetzt noch in zu diesem Teleport-Dingens da. Wobei, zuvor rede ich noch schon mit Garvel. Hey! Ich weiß, warum die Wirklich? Erzähl! Die Paladine sind hier, um das magische Erz aus dem Minental zu holen. Nicht, weil die Orks die Stadt angreifen wollen. Sobald sie das Erz haben, werden sie wieder zum Festland zurückkehren. Gut, wenn du noch mehr herausfindest. Und, wie läuft's jetzt? Monty ist wieder da. Er studiert gerade die Pläne. Vielleicht wird's ja jetzt was mit dem Schiff. Tja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Und ich werde noch mit Jack im Leuchtturm reden, weil ich von ihm ja noch die Quest bekomme. Weil wobei die Erfahrungspunkte, wenn ich gerade so nachdenke, könnte ich noch brauchen. Theoretisch eigentlich. Aber auch nur eigentlich. Reden wir schon mit Baltram. Ich glaube dann dran. Da. Wer sagt denn sowas? Vielen Dank, nutzloser Händler namens Baltram. Ah, hier ist nichts. Bis auf den Teleporter. Sprich, den Teleporter. Okay, ich habe was gehört. Und das war über mir. Da oben welche sind. Das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Aber wenn die Karte das sagt. Wenn ich da was gehört habe. Ich werde mal nachgucken, ob mit der einen Höhle die Höhle gemeint ist. Und wenn nicht. Oh, da ist wieder ein Schaf. Ja, die Höhle hier wird gemeint. Dann laufe ich mal einfach da entlang. Müsste ich echt zum Leuchtturm kommen. Es gibt ja keinen Schutz vor Fallschaden, leider. Lass die Person aber ziemlich lang warten, die mich angeschrieben hat. Naja, aber wir mit Jack reden wir dann in der nächsten Folge. Ich schlafe noch schon in seinem Bett. Ach, das geht gar nicht. Okay. Dann heile ich mich halt eben so. Also Leute, natürlich, wie immer, bewertet den Part, je nachdem, wie euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls ein Abo da. Und natürlich Sunbros, praise the sun, yo!